Ferienzeit, schöne Zeit. So sahen das auch viele Heidenauer Kinder, die zum Kinderspieletag in die Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums kamen. Das Sport-Promotion-Team des Kreissportbundes Sächsische Schweiz Osterzgebirge hat in der Sporthalle einen Parcours aufgebaut. Für die Kinder ist der Sport- und Spieletag in den Winterferien immer ein Höhepunkt. Frank Müller vom Sport- und Spielverein Heidenau hielt wie immer die organisatorischen Fäden in der Hand. Der Vereinsvorsitzende freut sich jedes Mal über den regen Besuch der Kleinen. Ja, für die Kinder in den Ferien ist das immer ein Höhepunkt, eine Abwechslung in die große Sporthalle. Und viel Bewegung, Stimmung und alle gemeinsam, das ist toll. Und wir sind zufrieden, es sind viele Kinder da und es ist auch Bombenstimmung hier. Bevor die Kleinen die Sportgeräte in Besitz nehmen konnten, eröffnete Kato Schlau aus Heidenau und Dino Bruno vom Kreissportbund den Sporttag. Danach konnten die Kinder die vielen Sport- und Spielangebote nutzen. Nachdem die Kinder alle Sportstationen durchlaufen hatten, lockte der große Staffellauf. Dabei konnten sich die Kinder auf einem Hindernisparcours messen. Doch der Wettkampfgedanke war nur ein Teil des Angebotes. Im Vordergrund stand der Spielspaß, sagte Robert Arendt vom Kreissportbund. Ja, ist ja eine super Sache. Man hat ja gesehen, dass die alle sportlich dabei sind. Man macht viele Staffeln, viele Tanzspiele und Kinder sind sehr leicht zum Sport zu begeistern und das nutzen wir natürlich aus und freuen uns, dass so viele Kinder hier aktiv dabei sind. Zum Ende versammelten sich alle für ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Danach konnten die Kinder noch einmal ihre Lieblingsgeräte nutzen, bis auch dieser Höhepunkt im Ferienprogramm für die Schüler zu Ende ging.